Es ist die Ausbildung zum Bierfachmann, zur Bierfachfrau. Heute beschäftigen wir uns erstmal mit den Themen, wer sind wir überhaupt? Das heißt, wir lernen uns ein bisschen kennen. Denn schön ist ja auch, wenn wir als Gruppe so ein bisschen auch in Kontakt bleiben. Das kann ja auch was sein, was durchaus länger eine Basis ist, um eben Leute zu treffen oder sich über Bier auszutauschen, als nur diese vier Einheiten. Dann geht es natürlich erstmal ums Verkosten. Das heißt, wie nähere ich mich einem Bier mit, wie kann ich das beschreiben, wie kann ich da die richtigen Worte finden, wie, in welcher Reihenfolge mache ich das auch, welche Sinne habe ich zur Verfügung, wie geht das? Und schauen uns dann heute die ersten beiden Rohstoffe an, nämlich Wasser und Malz. Und morgen geht es dann eben weiter mit den anderen beiden Rohstoffen, Hopfen und Hefe. Ich komme aus Cuxhaven, gelernt habe ich in Memmesdorf beim Drei Kronen beim Herrn Straub. Hallo zusammen, ich bin der Tim. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, wie man im Hintergrund sieht. Mein Gegenstand ist noch meine Kaffeetasse, weil das so ein bisschen mein täglicher Gegenstand vor dem Rechner ist, weil ich sitze tatsächlich sehr viel vor dem Rechner, logischerweise. Ich arbeite von zu Hause. Ich bin. Arbeite in Hof bei der Meinerbräu. Im Hintergrund meine beiden lieben Chefinnen. Ich war 25 Jahre alt, wohne in der Nähe von Otterndorf. Ja, und der Grund, warum ich hier mitmache, ist einfach, mein Wissen aufzufrischen. Ich bin tätig als Restaurantfachfrau seit 8 Jahren und bin hierbei, weil ich mal wieder ein bisschen auffrischen wollte, was ich da überhaupt verkaufe. Ich bin 26 Jahre alt, wohne in Cuxhaven, bin gelernter Hotelfachmann, war die letzten 5,5 Jahre in der Berliner Ja, Sterne-Gastronomie, bin dann ich bin 65 Jahre alt. Ich bin ja der Senior anscheinend in der ganzen Truppe. bin Konditor-Bäckermeister, Genussbotschafter und Heimatbotschafter. Mein Gegenstand ist ein rosa Korkenzieher, da ich eigentlich sehr viel mit Wein zu tun habe und bis jetzt noch nicht mit Bier. Habe ich von meinen Kollegen mal geschenkt bekommen und das ist auch das Einzige, mit dem ich hier Bierflaschen öffnen kann. Ich bin ja, Brauer und Melzer gelandet und möchte mich hier ein bisschen weiterbilden, beziehungsweise auffrischen. Kann. Das nennt man Mundgefühl. Also da geht es eben darum, wenn ich das Bier im Mund habe, was spüre ich, was fühle ich auf der Zunge und drumherum. Also auch, genau, jetzt geht's los, jetzt wird gemessen und es ist die Frage, wie stabil bleibt der Schaum, wie lange bleibt der auf diesem Bier? Und in der Zunge sind so kleine Löcher hier, das sind die Geschmacksporen. Und durch das Loch kommt praktisch das, was wir schmecken, rein und wird dann von den Geschmackszellen hier wahrgenommen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ein Schaum da ist. Also das seht ihr hier schon, dass eben über dem Bier ein gewisser Schaum steht. Und die Füllmenge ist ungefähr ebenso der breiteste Durchmesser von eurem Glas. Bei mir da, wo ihr das jetzt ungefähr seht. Seid ihr? Leicht getönter Schaum und goldig natürlich in jeder Hinsicht, aber vor allem auch so ein schönes Goldbraun. Nicht wie unbedingt frische Hefe, sondern wie Hefe, die wo schon ein bisschen nach Hause gelegen hat, so 2, 3 Tage, die es riecht ungefähr genauso. Ist am Anfang frisch, spritzig und so langsam nach hinten kommt dann dieser Blauschimmelgeschmack raus. Und das ist auch das, was natürlich ein wirtschaftlich gesehen gutes Bier auszeichnet. Das heißt, wenn ich das Bier so machen kann, dass der Kunde vom Trinken am Ende Durst bekommt. No, weil dann verkaufe ich nicht nur ein Bier, dann verkaufe ich auch ein zweites, ein drittes und ein viertes. Das ist die Schlenkerler Brauerei. Also ich habe mir gedacht, wenn wir schon das Bier probieren, dann schauen wir uns auch kurz mal das Sudhaus an. Es ist auch, und zwar war eine Brauerei früher auch immer ein Haus, was relativ hoch war, weil man sich die Schwerkraft zunutze gemacht hat. Das Gute ist ja, Dinge fallen von oben nach unten. Und das heißt, wenn ich eben bei meinem Prozess oben anfange, kann ich Stück für Stück das Ganze nach unten abarbeiten, ohne weitere Energie zu brauchen, sondern es fällt einfach durch die Schwerkraft. Und So. das ist eben eine Wanne oder ein Gefäß. Da ist warmes Wasser drin, da fällt das Schrot hinein, es wird umgerührt und nach wird das Ganze erwärmt. Das seht ihr. Hopfen gehört zur Familie der Hanfgewächse, wie Cannabis, aber ohne dessen Wirkung. Nehmt es mal in eure Hand, schaut es euch an und dann nehmt mal ein bisschen was in den Mund. Und kaut mal wenig drauf rum und schaut mal, entstehen da Aromen, schmeckt man irgendwas? Und wie ist es, wenn ich das dann gekaut habe? Kann ich es leicht runterschlucken? Ist es schwierig? Getreide, das ist zum Beispiel Roggenmalz. Ich drehe es mal ein bisschen rum. Und da seht ihr schon, da schauen die Körner also ganz anders aus. Genau, ihr seht schon, schaut ganz anders aus als das, was wir eben hatten und hat auch schönen Schaum. Also für mich hat es so ein bisschen so vom Farblichen her so ein Espresso-Charakter.
Aha. Geschmacklich, ja, wie gesagt, ein bisschen Kaffee, Vanille, ein bisschen Raucharoma noch. Mhm. Vielleicht Akazienhonig. Ich habe es bei dem Orthonasal, dass man das dann durch die Nase wieder zurück, habe ich so ein bisschen Tabak mit drin gehabt. Kann und das Besondere beim Schlenkerler, da kann man auch noch in die Darre gehen. Das seht ihr jetzt auch hier gleich. Und das ist die Darre, wo das Malz getrocknet wird. In dem Fall liegt es hier unten auf dem Boden. Das ist hier ein Rost. Aktuell ist da kein Getreide drin. Und auf dem Rost wird es ausgebreitet. Unten drunter ist dann Feuer. Und dieses Feuer trocknet das Malz. Auch ganz spannend, den asiatischen Bereich. Da kennt ihr vielleicht alle den Begriff Reiswein. Und das ist eigentlich gar kein Wein, sondern Reiswein ist eigentlich ein Reisbier. Und Hausaufgabe für morgen ist ganz einfach. Nehmt euch mal noch ein oder zwei Biere, die ihr zu Hause habt, und verkostet die. Also morgen erstmal. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute Modul 2 unserer Ausbildung, Weiterbildung zum Bierfachmann, zur Bierfachfrau. Wie gesagt, Modul 2. Wir beschäftigen uns heute mit den beiden Rohstoffen, die wir gestern nicht mehr geschafft haben, nämlich mit Hopfen und Hefe. Ja, ich habe natürlich nicht bei der Verkostung gleich alles leer getrunken, sondern wir haben am Abendbrottisch auch nochmal gemeinsam darüber diskutiert, über die drei Biere. Und tatsächlich, das Schlenkerler blieb noch in Erinnerung, sehr disparat wegen dem Rauch, aber mir immer noch wegen diesem langen Nachhall. Das war ja wirklich das Bier, was am längsten irgendwie präsent war. Das Ganze kommt dann in die Maischpfanne. Das ist das Behältnis, in dem das Wasser ungefähr mit 50 Grad vorgelegt ist. Dann kommt eben der Schrot dazu. Es wird langsam erwärmt. Also, mal eine Frage in die Runde. Wer möchte uns ein bisschen was über das Ergebnis eurer Gruppe zu diesem Bier erzählen? Wie würdet ihr es beschreiben? Ich finde, es schmeckt sehr malzig und hat so ein leichtes Röstaroma und ich schmecke da auch so ein bisschen Nuss raus. Vom Geruch her eben so Malzaromen, Rauch, Muskat. Geschmacklich ein bisschen schärfer, viele Röstaromen, Pfeffer und so eine leichte säuerliche Bitternote, wie eine Blutorange zum Beispiel. Hier links seht ihr mal von der Melzerei Weiermann aus Bamberg ein paar Beispiele. Ihr selber habt von der Irex, die ist aus Kulmbach, was bekommen, aber es gibt in Deutschland viele verschiedene große Melzereien, die eben gute Malze produzieren, auch europaweit natürlich, das ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Da gibt es überall tolle Betriebe. Innen drin alles relativ modern. Das links ist der Braumeister, der hier gerade ein Kellerbier zwickelt und rechts ist sein Büro. Und was ich so schön finde, dass in seinem Büro ganz groß dieses Bild hängt, was ihr vorhin auch gesehen habt, nämlich von der Eyinger Brauerei, als es angefangen hat als Familienbetrieb. Das ist hier heute auch an. Das ist jetzt eben direkt an der Pflanze. Ich habe ihn ungefähr in der Mitte auseinandergerupft und da sieht man eben einerseits so ein gelbes Pulver und das ist das Lupulin, das sind die Substanzen, die wir fürs Bier brauchen. Also nur. Also da kommt jetzt der Hopfenbauer vom Feld, hat die Reben abgeschnitten, also diese Ranken nennt man auch Hopfenreben. Also so sollte das Ganze dann ausschauen. Und dann nehmt ihr das mal in die eine Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. So. Und dann die andere Hand, Daumen und Zeigefinger dazu. Und reißt das Ganze in der Mitte auseinander. Ganz perfekt bin ich jetzt hier nicht, aber so. Nochmal ein bisschen Platz. Dann müsstet ihr das in etwa so sehen, wie ihr es jetzt bei mir auf dem Teller seht. Und wenn ihr euch erinnert an das, was wir gerade in der Präsentation hatten, seht ihr hier eben auch schön die Spindel in der Mitte und das Lupulin. Das ist jetzt hier ein bisschen orange schon. Also der Hopfen, den ihr da habt, heißt Mandarina Bavaria. Zeichnet sich dadurch aus, dass er Zitrusaromen hat. Meistens verwenden Brauereien beides, verwenden als erste Hopfengabe den Extrakt und dann als zweite Hopfengabe kurz vorm Ende vom Kochen zum Beispiel nochmal Hopfenpellets. Und ihr seht jetzt schon im Glas eben euer neues Bier. Das nennt sich jetzt Enter Night Pilsner und kommt von der Stone Brauerei aus Berlin. Aromen schwelgen. Ihr habt euer Bierchen verkostet. Ja, wir machen jetzt Feierabend, haben wir festgestellt, wir trinken das Bier jetzt aus und dann gehen wir heim. Und tschüss, genau.
Ja, wer mag denn ein bisschen erzählen? Wie ging es euch mit dem Bier? Wie würdet ihr es sensorisch so beschreiben? Also, ich würde mal sagen, das ist ein blondes Bier. Der Schaum ist mittelbohrig, was sofort auffällt. Es ist absolut sehr hopfig. Ja. Dann hat es einen Geschmack im Nachgang, so mit noch Grapefruit, Gras und langanhaltender Hopfen-Nachgeschmack. So, soweit mal zu diesem Song. Habt ihr während eurer Verkostung festgestellt, ob sich noch mal was verändert hat von der Wahrnehmung? So, ich denke mal, das Bier ist weicher geworden, so wie wenn es sich um die Musik gelegt hat. Es hat sich ein bisschen einfacher trinken lassen. Ja, so sah oder sieht die Brauerei dort aus. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass Stone massiv Probleme auf dem amerikanischen Markt bekommen hat 2018 und sie deswegen so nach und nach überlegt haben, ob sie ihr europäisches Engagement nicht reduzieren wollen, hatten dann Ende 2018 ein Collaboration Brew, also haben sich getroffen mit den Leuten von Brewdog, haben zusammen ein Bier gebraut und haben sich unterhalten und haben dann festgestellt, wir in Stone wollen eigentlich unsere Brauerei in Berlin loswerden und ihr Brewdog habt das Problem Brexit an der Backe. Die verkaufen fast ihr ganzes Bier auf dem europäischen Kontinent, aber haben dort eben keine Brauerei. Und so haben sie dann praktisch so den Deal gemacht, dass Brewdog jetzt die Stone-Brauerei übernimmt. Also so schaut es jetzt aus. Das ist eine Riesen-Location, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Seht ihr das hier? Das ist jetzt obergärige Hefe. Und ihr seht, wie die eben Stück für Stück weiter wächst. Jede Zelle bildet wieder Tochterzellen. Und das Spannende ist... Ist das jetzt Zeitraffer oder ist das live? Das ist Zeitraffer. Was wir hier betreiben, das ist handwerkliche Fertigung. Wir legen tatsächlich auch noch Hand an unser Bier an. Im Sudhaus, im Gärkeller. Wir haben diesen Prozess des Handabschöpfens der Hefe, der sehr viel Fingerspitzengefühl verlangt. Wir führen unsere Hefen sehr sorgfältig über mehrere Sud-Vorgänge hinweg. Also ich schicke euch mal in die Gruppen, ihr verkostet gemeinsam und dann erzählt ihr mir wieder nach dem Schema, wie schaut es aus, wie riecht es, wie schmeckt es. Also von der Farbe hatten wir goldig trüb. Von den Geruchsaromen natürlich Banane dabei, bisschen Honig, bisschen was dick Süßes. Vom Geschmack war es ähnlich, natürlich Banane, bisschen weiter Honig. Dazu haben wir noch Litchi, Birne. Im Nachgang, wenn es ein bisschen her ist, kommt so ein Strohgeschmack, Heu, getrocknetes Gras vom Weizen. Und im Mundgefühl ist es halt cremig. Es ist nicht spritzig, es ist eher ein bisschen fetter. Und weil es so schön ist, auch nochmal ein Foto, was ich da gemacht habe aus dem Gärkeller. Also auch da seht ihr nochmal, wie wunderbar das Weißbier dort diesen Schaumteppich oben bildet und gärt. Also das ist die Welt der deutschen Bierstile. So, schaut jetzt total kompliziert aus. Ist es aber eigentlich nicht. Ich erkläre es euch jetzt gleich, auch Schritt für Schritt. Und der große Vorteil ist, mit dieser kalten Hefe, mit dieser untergärigen Hefe habe ich auf einmal einen stabilen Prozess. Und ich kann jeden Bierstil, den es gibt, in so ein Schema einbauen. Und das werde ich euch auch als Hausaufgabe geben. Aber wenn ihr genauer hinschaut, findet ihr auch so diese deutschen Bierstile. Hier zum Beispiel ein helles, hier das Export, das Oktoberfestbier, der helle Bock. Da merken wir, die sind genau zwischen Hopfen und Malz sehr ausgewogen und werden einfach nur immer intensiver. Okay. Gut, na dann wünsche ich euch eine wunderschöne weitere Restwoche. Wie gesagt, schaut es euch an. Ich lege euch gleich die Sachen auch schon mal in die Cloud. Könnt ihr sofort runterladen und natürlich auch den Mitschnitt. Dann könnt ihr es auch in Ruhe nochmal anschauen. Dann begrüße ich erstmal zum Modul Nummer 3 für unsere Bierfachfrau oder Bierfachmann-Ausbildung. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Holger Hahn. Ich bin die zweite Hälfte der Deutschen Bierakademie. Mal, also, hier sind jetzt drei Bilder. Also ihr seht jetzt einfach einen Zapfhahn, der verbaut ist. Dann hat er auch einen Kompensator.
Und dann seht ihr, dass eben vorne ist der Kolben, der schließt ab. Das heißt, der Zapfhahn ist nicht betätigt. Und wenn ihr den zu euch zieht, den Zapfhahn, dann schiebt ihr einfach nur den Kolben zurück und gibt damit die Öffnung frei. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Also ihr drückt rein, zieht raus, lasst los, tankt wieder neu Wasser und pumpt dann wieder rein und zieht dann wieder raus und lasst los. Das ist ganz wichtig. Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr wärt ein Fass und ihr wärt das Bier in dem Fass. Und ich weiß nicht, ihr fahrt ja alle Auto, weiß jemand zufällig seinen Luftdruck im Reifen? 2,3 oder so, ne? 2,3, genau. Also sag ich mal, ein Polo hätte jetzt vielleicht so 1,8 und eine C-Klasse hätte so 2,3, ganz genau. Und diese 2,3 Bar reichen jetzt aus, so einen ausgewachsenen PKW in die Höhe zu heben. Ja, also diese 2,3 Bar pumpen die Reifen auf und heben das Auto an. Und jetzt müsst ihr euch also vorstellen, ihr seid Bier in einem Fass und auf euch wirken die ganze Zeit 1,8 oder 2 Bar. Und es wird auch nicht ausgebildet. Also das ist nicht so, also das ist auch oft so, dass wenn ich dann beauftragt werde, dann sagen einige Brauereien immer, ach, das ist doch Schwachsinn. Also die sind doch, resistent für irgendwelche Ausbildungen oder so. Und meine Erfahrung ist, dass das überhaupt nicht so ist. Also die meisten Gastronomen haben das nicht gelernt und sind total dankbar, dass endlich mal jemand kommt und es richtig erklärt, wie das mit den Zusammenhängen ist. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine tolle Ausbildung, lernt schön viel. Der Markus, der kann alles, der ist super. Und macht's gut. Wir sehen uns vielleicht irgendwann, würde mich freuen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke, lieber Holger. Ja, ciao. So, wunderbar. Also, jetzt habt ihr die Schankanlage nochmal in allen Tiefen ergründet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also deswegen habe ich auch gesagt, wir lassen dem Raum, weil es einfach der entscheidende Punkt eigentlich vor allem in der Gastronomie ist, der zwischen der Brauerei und dem Gast steht. Also da ist einfach die Schankanlage, die Zapfanlage und das muss sitzen und man muss zumindest wissen, wie und warum, auch wenn man jetzt selber in der Gastronomie nicht arbeitet, aber zum Beispiel eben eine Veranstaltung macht oder so, kann man, wenn man sich da ein bisschen auskennt, auf jeden Fall besser damit umgehen. Und da würde ich euch bitten, schreibt doch mal in den Chat, was ihr denkt, was Food Pairing ist. So, und wenn ich so normalerweise Leute frage, so Bier, Food Pairing, dann ist die erste Antwort, naja, man versucht eben die Rohstoffe des Bieres in eine Speise reinzubringen. Also zum Beispiel hier ein Beispiel, da haben wir mal für eine große Brauerei eine Praline entwickelt und haben da ganz bewusst gesagt, okay, die wollten diese Botschaft haben, unsere Rohstoffe, unsere Malze, unsere Hopfen sollen sich in einer Praline wiederfinden, die dann im Idealfall auch noch zu unserem Bier passt. Oder rechts unten, ganz krasse Nummer, die brauen einmal im Jahr ein Bier aus ihrem Christbaum und eben schauen, was gibt es denn noch neben diesen vier Grundgeschmacksarten, über die wir gerade gesprochen haben. Die Meinels-Mädels haben wieder gelacht. Ja, was sagt ihr? Wie geht es euch mit diesem Bier? Wie beschreibt ihr das? Also von der Farbe her fast tief schwarz. Vom Geschmacklichen her Muskat, malzig, mit einem gewissen Anteil an Röstaromen, aber relativ dezent gehalten, angenehm. Beim Geruch, beim Aroma habe ich, ja, oder was haben wir? Sauerteigbrot, ein kantiges Brot, was leichte Röstaromen noch hat. Das Mundgefühl spritzig, buttrig. Orthonasal, sprich der Abgang nochmal durch den Mund, habe ich, so geht es mir, viel, viel Honig. So, und letzter Versuch, das Guinness mit dem Gorgonzola. Wer hatte da ein Minus? Eins, okay. Wer hatte eine Null? Eins, zwei, drei. So. Wer hatte ein Plus? Eins, zwei, zweimal. Und hatte jemand ein Doppelplus? Zwei, drei, vier, fünf. Ui, okay.
Fällt euch was auf im Verhältnis zu dem, was wir bei uns aus Deutschland kennen? Zucker. Genau. Also ihr habt da oben habt ihr auch Hopfen, das ist bei uns auch so. Hier unten habt ihr die Gerste, das ist bei uns auch so. Dazwischen das ganze Wasser. Aber hier habt ihr Zucker. Das zu zapfen, also er kriegt es nicht gut hin, aber ihr seht das Prinzip. Das war mir jetzt wichtiger, also zu sehen, ne, man hat diese Pumpe, pumpt über die da raus. Es ist da auch üblich, eben das Glas, also den Zapfhahn ins Glas zu tauchen, auch etwas, wo der Holger sofort allergisch reagieren würde. Ja. Da habt ihr die Fässer direkt im Pub, aber die haben dann so eine Kühlummantelung, die dann auf diese Art und Weise das Fass einigermaßen kühl halten. Also hat jemand eine Idee, was das ist? Nee, das ist die Schwimmblase des Störs. Und ihr seht, so kompliziert ist das eigentlich auch nicht. Zumindest, wenn wir genauer hinschauen. The way I look at it is, I wanted to incorporate a lot of the stuff they did in the old world with a lot of new and modern technology. Combining those two worlds, basically slowing down, putting in the time and craftsmanship into making a quality product. Was ich aber schön finde, ist, dass wir ganz viel von all dem, was eben in dieser Craft-Bewegung an Werten, an Ideen, an Inhalten drinsteckt, in dem Film sehr schön komprimiert gezeigt bekommen. Also also, kurzer Werbespot, aber wie antwortet AB InBev auf diese Craft Beer Bewegung? Sie ganz klar sagen, dass es nicht importiert ist, sondern wir sind irgendwie von euch. Wir sind von hier und nicht irgendeine neue Geschichte von irgendeinem fremden Land, sondern typisch amerikanisch, American first. Welcome to St. Louis, son. Next time? This is the beer we'll raise. Lieber Denhäuser. Dorfes Busch. So, also ein Jahr vergangen. Was ist in diesem Jahr passiert? Also ich habe erstmal mein Glas, habe das im 45-Grad-Winkel und gebe ungefähr 2/3 von dem, was ich trinken will, da rein. Lass es dann kurz stehen, dass es sich schön setzen kann. Und dann gebe ich den Rest oben drauf. Hab damit dann den Schaum, den ich haben will. Und ihr seht auch, wenn ich es auf diese Art und Weise mache, ist der auch stabil, bleibt stehen, fällt mir nicht zusammen. Und ich habe dann mein schön eingeschenktes Bier. Das ist ja wie ein Fruchtcocktail, das Ding. Genau. Ja. Sagen wir. Ich bräuchte mir jetzt eigentlich ein Maracuja-Eis dazu. Okay, das hat jetzt öfters mal überhaupt ein Minus produziert. Also das natürlich, wäre es fürs Foodpairing, würde ich da schon ins Nachdenken kommen, ob ich das Bier überhaupt mit reinnehme. Ich würde es nicht nehmen. Es sei denn, du machst es in der Eisdiele mit dem Maracuja-Eis. Oder ich ändere das Food Pairing. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Also schauen wir, bei den Napolitanern war es relativ eindeutig. Das hat den meisten entweder nicht geschmeckt oder es war neutral. Sprich, das wäre jetzt was, was ich in der Veranstaltung nicht nehmen würde. Beim Cheddar sehen wir zwar ein Minus, aber wir sehen 6+ und 2+. Könnte also in der Veranstaltung ganz gut funktionieren. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ich stelle euch natürlich wieder das Video und die Unterlagen in die Cloud. Grüße ich euch ganz herzlich zu unserem vierten Modul, also zum Abschluss sozusagen, erstmal zumindest. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal anderweitig wieder. Aber für heute haben wir natürlich wieder viele spannende Themen rund um das Bier. Hier zwei Fotos, die ich in Taiwan gemacht habe bei einer Whisky-Distillerie. Die charren ihre Fässer selber. Und da sieht man mal, wie es da abgeht. Also es gibt einmal, genauso wie in England, Ales, obergärige Biere.
Und dann gibt es einen besonderen Bereich der Sauerbiere. Die habe ich hier in grün gemacht und die werden wir uns jetzt als erstes näher anschauen. Ihr seht. So, yeah, when the beer goes into the cool ship, we open up the windows, we put on a ventilator to create some airflow. And so we create an airflow to pull in air from the outside that contains these yeasts. And that flows over the beer. So with these yeast and this inoculates the beer. So we create an air current this way. So, also wenn ihr wisst, dass ein Bier eventuell etwas mehr unter Druck steht, das kann immer wieder mal sein. Also entweder, weil es zum Beispiel sehr stark geschüttelt worden ist oder weil es eben ein Bier mit sehr viel Kohlensäure ist. Dann, und ihr macht es so auf, also habt die Flasche so und macht auf und die steht unter Druck, dann wird es rauskommen und wird euch entgegenkommen und wird überschäumen. Wenn ihr die Flasche aber ungefähr so haltet, im 45-Grad-Winkel, dann wird es entweder nicht passieren oder zumindest so langsam passieren, dass ihr noch Zeit habt, ein Glas drunter zu halten. Ich probiere es mal. Und ihr seht, passiert überhaupt nichts. Also weil dadurch vergrößere ich die Oberfläche von dem Bier, die CO2 kann besser raus und damit gibt es nicht diesen massiven Schaum, der da so kommt. Also, mutige vor. Wer möchte was zu dem Bier erzählen? Wie würdet ihr das beschreiben, wenn ihr was dazu erzählen solltet? Fruchtig, prickelnd, mussierend, schmeckt wie eine Heubrause und ist sehr bitter im Abgang. Mhm. Echt? Und ist also, die Farbe Mandarin, haben wir jetzt festgelegt. Mhm. Ich finde, das schmeckt, also mich erinnert sehr stark an einen Orange-Wein. Mhm. Mit Kohlensäure versetzt. Das ist eine sehr, sehr feine Perlage. Also ganz, ganz feine Kohlensäure. Total fruchtig, spritzig und ja, was haben wir gesagt? Also viel Zitrusfrüchte, ne? Mich erinnert es an Apfelsidre mit Ananas, Melone, Birne, Zitrone. Dann ist es sehr spritzig, erinnert an der von der Konsistenz an einen Weizen und halt ein obergäriges Bier. Mhm. Und die haben dann eben gar keine eigene Brauerei, stellen also selber keine Bierwürze her, aber veredeln oder benutzen die Bierwürze, die sie dann bei den großen Brauereien kaufen. So, ihr habt ein Bier, es schaut wieder ganz anders aus. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich schicke euch wieder in neue Gruppen. Oh, also es wird gelacht. Das ist doch so mal sehr schön. Daraus schließe ich jetzt mal, dass euch das schmeckt. Besser als der Vorgänger. Wir haben Begriffe diskutiert. Okay. Ja, also, was sagt ihr? Wie geht es euch mit diesem Bier? Wie beschreibt ihr es? Also, wenn ich am Anfang darf, also ich würde es jetzt so beschreiben wie ein Bockbier oder wie sogar ein Doppelbockbier. Mhm. Von der Aromatik her. Und schokoladig, dann so. Ja, leicht bananig und schwer. Ja, Karamell. Mhm. Vom Mundgefühl sehr cremig und vor allen Dingen im Gegensatz zu unserem Vorgänger bleibt kein bitterer Nachgeschmack. Mhm. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so rausgefunden habt. Wir können es ja Gruppe für Gruppe machen. Als Vorspeise haben wir den Ziegenkäse mit Honig und Rosmarin genommen. Mhm. Genau, dazu hatten wir jetzt irgendwie ein dunkles Bier ausgewählt. Das Schokosoufflé. Und dazu hatten wir jetzt dieses Guinness Bier, was wir auch gestern hatten. Also vorweg, erster Gang war die Zwiebel, ja, die Zwiebelsuppe hatten wir. Mhm. Von dem Bier würden wir, was hast du gesagt, ein Rauchbier, ne? Rauchbier, ja, oder Rauchbierordner. Genau, da die Zwiebelsuppe natürlich sehr, sehr, sehr deftig ist, ne? Sowieso einen charakterlichen Eigengeschmack hat, könnte das gut hinkommen. Zum Hauptgang sind wir auf der vegetarischen Seite mit dem Guinness Extra Stout, ja, mit den zweierlei vegetarischen Teigtaschen. Gerade wegen dem Gorgonzola und den Walnüssen könnte das hervorragend schmecken. Zum Kürbis geht das wahrscheinlich auch noch mit durch die. Das Gericht an sich macht es ja. Mhm. Als Nachtisch auch ein warmes Schokoladensoufflé und dann eventuell das Malzbier, was wir hatten dann am Anfang.
gerade durch die Karamellmandel. Wir haben auch ein Gericht genommen, was nicht so deftig ist. Wir haben dieses Honig-Rosmarin-gratinierten Ziegenkäse genommen. Dazu empfehlen wir ein Erdinger Weißbier, alleine wegen dem Fruchtaroma, bananischer Note als obergäriges Bier, passt halt ideal zum Ziegenkäse und zur Fenchel. Vor allem, dass es dann halt nicht bei der Vorspeise schon so deftig ist, dass die Leute sich auf jeden Fall auf die zweiten Gänge auch noch freuen. Als Hauptgang bleiben wir bei nicht deftig und nehmen das Zanderfilet. Mhm. Vom Zanderfilet waren wir überzeugt von einem leckeren Kölsch. Da würde ich das Gaffelkölsch nehmen, als gerade sonniges Zitrus mit Zitrusaromen. Gerade das Zitrushaltige mit der Weißweinsoße und der Süßkartoffel mit dem Zander hat man nach dem Zander definitiv noch Lust, was zu essen. Mhm. Und damit man dann auch wirklich, sage ich jetzt mal, so die Keule kriegt, haben wir auch die Schokolade am Ende genommen, warme Schokolade, dass nochmal sowas kommt. Und da gibt es dann zwei Variationen, ein Bockbier oder ein Guinness. Also ich fand es sehr informativ, gerade auch so zum Auffrischen. Und was ich sehr interessant war, war halt diese Food-Pairing-Geschichte, gerade wenn man in der Gastro arbeitet, dass man halt den Gast dann halt vernünftig beraten kann, sag ich mal. Und auch mit diesen belgischen Bieren, dass man davon mal was gehört hat, sag ich mal. Und was ich sehr gut finde, dass das halt alles in dieser Cloud gespeichert ist, dass wir jederzeit da nochmal reinschauen können. Mhm. Hat Spaß gemacht. Danke. Ich fand den Aufbau sehr schön, dass wir mit einem Thema angefangen haben und uns dann immer schrittweise immer vorgepusht haben, uns gegenseitig informiert haben, ausgetauscht haben. Ich fand das super, es hat alles wunderbar online funktioniert. Es gab keinerlei Probleme, womit ich nicht gerechnet habe. Ich mache das erste Mal sowas. Und die Timeline war super. Die abgelegten Sachen in der Cloud sind hervorragend, dass man das nochmal nachgucken kann. Es wurde alles immer ganz ruhig erklärt, nichts mit Hektik, immer offen für frei. Ich fand es wirklich 10 von 10. Vielen Dank. Was ich vielleicht noch anmerken darf, du weißt, du kennst ja meine absolute Ablehnung gegen Sauerbier. Ja. Du hast mir zumindest mal die Augen geöffnet, dass man da etwas neutraler rangehen sollte und der ganzen Welt etwas mehr Spiel lassen sollte. Und vielleicht gehe ich das mal an und sage, das ist jetzt kein Bier, das ist jetzt ein Aperitif. Also ich würde sagen, es war eine tolle Truppe. Also du hast es wirklich gut gemacht. Es ist immer faszinierend, wie schnell 2 Wochen rum sind. Und es ist echt ein umfangreiches, tolles Thema, wo wir jetzt gelernt haben, in den 4 Tagen reinzuschnuppern. Da ist wahrscheinlich noch viel Material, was ich jetzt noch brauche, aber das hat echt Spaß gemacht und eigentlich bin ich jetzt traurig, dass das schon wieder vorbei ist. Ich fand es eine runde Mischung und ich finde es auch immer sehr nett, diese Ausflüge ins Kulturelle, Historische. Ne? Das hast du drauf, Markus. Das ist echt spannend bei dir. Danke. Alles andere stimmt, was die anderen gesagt haben. Es war super spannend. Wunderbar. Vielen Dank. Also dann auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank an euch. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, es tut mir fast leid, dass wir jetzt schon wieder fertig sind, weil jetzt habe ich mich auch an euch gewöhnt und seid echt eine tolle Gruppe und das hat viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder, entweder bei irgendeiner Verkostung oder wenn wir endlich uns wieder persönlich treffen dürfen, natürlich gerne jederzeit auch mal in Bamberg. Genau. Oder wie schon gesagt, wer Lust hat und jetzt sagt, dann möchte ich vielleicht mal weitermachen, ihr könnt den kompletten Kurs anrechnen lassen für den Biersommelier und könntet da auch weitermachen, wer Spaß dran hat.